immer möglich machen, das ganze Technikteam Merlin, John Rambo, mach mal Lärm! Wir kommen zum ersten Match heute Abend und dafür haben wir die beiden wunderschönsten Motherfucker ausgegraben, die wir finden konnten. Auf meiner linken Seite, das ist Maeve hier mit dem Hubschrauber aus Sachsen direkt in den Pott gereist. Mach mal Lärm für Maeve! Auf der rechten Seite, den Typen, den ich wahrscheinlich in meinem Leben am meisten angesagt habe von allen Battle-Rappern. Es ist Protti Macklär! Wir beginnen das Match auf der rechten Seite. Let's motherfucking go! Hey yo, Battle-Rap-Bundesliga, seid ihr am Start? Yeah! Right. Ey Dicker, du hast schon so oft verkackt. Und da ist man schon so oft drauf eingegangen. So oft, dass Jamie und Chief dich schon anflehen, Time zu sagen. Dann auf die Idee kommen, dich zum Freestyle-Battle einzuladen, um festzustellen, dass der Pfosten offensichtlich doch Texte schreiben kann. What the fuck? Also glaub ja nicht, das Match wird tight. Hofft gar nicht erst auf einen fetten Fight. Denn Maves einziger echter Feind ist seine Vergesslichkeit. Und wenn ihr keine Reaction zeigt, erklärt er euch alle Drecksdetails seiner wacken Lines, die er komplett verpeilt, bevor er den Rest freestylt und beim Freestyle-Battle dann Texte schreibt. Oder? Denn wenn Maves sich in seinem nasskalten Loch vorbereitet, packt er die Box mit seinem Stuff und dann paff deinen Kopf. Ey, wenn ich mich vorbereite, callen meine Nachbarn die Cops und ich bin so besoffen, dass er von der Schnapsfahne kotzt, Alter. Ich schnapp mir einen Kritzelzettel, gucke, wo ich einen Stift entdecke. Written Battle. Ich schreie und beschimpfe meine versifften Wände. Ich hasse den Tisch, die Ecke, den Teppich, das Bild, die Decke, die Dachschräge, die Tapeten, den Schrank. Ich werd zur verfickten Bestie. Und Maeve wacht auf, kifft seine Mischereste und denkt sich auch, ich glaube, ich gehe heute mal zum Freestyle auf ein Written Battle, oder was? Wirklich? Man fragt sich, ist das Disrespekt oder sind das Kiffkomplexe? Aber hey, erstmal herzlich willkommen zum Christmas Special vom einzigen guten deutschen Battle-Rapper mit einer Lispelschwäche. Macht er für Merlin! Yo, ich hasse diesen verschepperten Blick. Guck ihm mal direkt ins Gesicht. Man merkt, sein Hirn ist beschäftigt damit, dass er seine Texte vergisst. Es ist egal, auf welche Battle du klickst, derselbe ätzende Mist, dein vercrackter Chemnitzer Grip speichert über einem 16er nix. Alter, für die Scheiße verdienst du nicht mal einen Mittelfinger, nicht mal bekiffte Kinder auf verfickte Dinger kicken so Lückenfüller wie ich weiß ganz genau, oder so sieht's aus, Alter, so sieht's aus, ich weiß ganz genau, Alter, was weißt du? Du baust nur Scheiße, du kriegst nicht mal einen Blunt Nice zu und erzähl mir nichts von Ficken, du Schlappschwanz, du, ich knete Titten, als ob ich Gewürze in Zackfleisch tue. Ja. Ja, so sieht's aus, Alter. So sieht's aus, Alter. So sieht's aus. Ich reiß die Hose auf, hol ihn raus, pack ihn wie den Hals von einem Vogelstrauß und klatsch dich damit aus der Oma Domis raus. So sieht's aus, Alter. Ich stopf den Schlot deines großen Mauts im Drogenrausch vor der Vordertür und sorg dafür, dass du den Boden kaust. So sieht's aus, Alter. Ich reiß dir den Arsch so weit nach oben auf, dass die Crowd mehr Gerippe sieht, als auf Moden schaust. So sieht's aus, Alter. Ja, das liegt am Alkoholmissbrauch. Aber das ist kein Besäufnis, das ist dein eigener Totenschmaus. Prost darauf. Yo, Prost darauf, dass diese Mistratte krepiert. Heute wirst du nicht abgewürgt oder disqualifiziert. Heute wird dir deine Fresse mit einer neuen Messlatte poliert und Protti druckt einen neuen Flyer, weil ein Hip-Hopper verstirbt. Yeah. Endzeit. Let's go, macht Lärm! Erste Runde, Mate. Was du erzählst mit der Vorbereitung, die du hast, Alter, ist mir scheißegal. Du machst deine Wohnung kaputt. Würde ich auch machen, wenn mein Papa bezahlt, Alter. Und ihr denkt, das ist gar nicht wahr, Alter. Doch was ich sage, ist Mörder-Tight, Mann. Was nämlich noch gar keiner von euch hier weiß, ist, denn sein Vater war nämlich mal Oberbürgermeister von Bottrop, Alter. Hör mal zu, Alter, du hast nämlich gegen mich keine Chance. Ich mach nicht meine Bude kaputt, dafür hab ich kein Geld. Ja, stimmt, ich rauche lieber an der Bong, Alter. Aber ey, Junge, ich bring Street Hustle und ich komme in den fucking Pott, um von so einem Straßenpenner gedisst zu werden, Alter. Ja, du hast recht, Alter, gegen dich kick ich Freestyles und gib'n Fick nicht mehr. Würde ich jetzt gern sagen, aber meine Vorbereitung war richtig schwer und ich kann ehrlich behaupten, ich hasse dich, Proton. Denn wegen dir, Hurensohn, habe ich was über Physik gelernt. Ey, dafür kill ich deine Familie, du Rattenjunge, Alter. Aber zurück zum Thema. Was ist ein Proton?
Ja, genau. Keine Ahnung, Alter. Dachte ich mir auch, Alter, deswegen dachte ich mir, wie ich diesen Dude zerreiße. Deswegen gab ich von Hasszerfressen Protonspalten bei Google ein. Und dass der Name auf dich so passend trifft, kann kein Zufall sein, Alter. Denn die erzählen nicht, was du nicht peilst, weil für einfache Physik deine IQ nicht reicht. Nämlich 2012, da war das Jahr, da wurde den Physikern klar, ein Proton verdient nicht das Attribut elementar, denn es besteht in seiner Art aus drei sogenannten Quarks, Alter. Ey, Physik ist voll von Arsch, doch die Message, die ist wahr, Mann, Alter. Du warst vielleicht mal als King of End of the Week so am Start. Kicktest einen Bottrop, was tweets deine Parts vor zwei, drei Leuten, keine Ahnung, wie viele da waren, doch sie sind einfach nicht, was sie in dir sagen. Vielleicht standest du mal einen elementaren Rap-Shit, Bestandteil mit deinem Rap-Shit da, doch spätestens jetzt ist klar, dass dein Standing in der Szene nie berechtigt war und die Physik gibt mir recht, Alter. Ich zerlege dich in Einzelteile, keine Ahnung, wie das ein Physiker macht, aber ich nehme eine Axt, Alter. Du bestehst aus drei Quarks, Alter. Der erste Quark ist, was du laberst, Alter. Der zweite Quark sind deine Haare, Alter. Das musst du nicht mal ändern, Mann. Und der dritte Quark kommt aus deinem Teilchen, mit dem du deine Freundin nicht mal schwängern kannst, du Rentnerkrank, Alter. Hey, ja, ganz ruhig, Alter. Aber dann in dieser Situation kann der Mace dich nicht abfinden. Weißt du was? Ich spritze deine Schlampe ins Maul und die Bitch kriegt dann Achtlinge, Alter. Hey, Mann, Alter. Hör mir zu, Alter, weil das gerade im Trend ist, das ist Gangshit, Alter. Ja, die wurde schwanger durch einen Trick, aber Achtlinge kriegt sie, weil mein Samen so potent ist, Alter. Hör mir zu, sie wollte Gästenlisten Platz plus 1 sein von mir, Alter. Deine Ho tut mich lieben, aber weißt du, was ich zu dir gesagt habe? Nein, Fotze, mein Gästelistenplatz geht an. Mopo 47! Timon! Timon, klappt für Bang! Zweite Runde, Proton. Yeah! Guck mal, bei anderen Battle-Rappern musst du Akten studieren und die Fakten bedienen. Bei dir kann man sich an den Fakten bedienen und hat Akten geschrieben, die sind verpackt in Archiven, höher als die Kackpyramiden, aber im Schatten von ihnen nur Abfalllawinen, die nicht mal eine fucking Plattform verdienen. Ich schwöre dir, ein Interview von ihm im lokalen Stadtmagazin und man erkennt den Bastard in ihm. Er wird gefragt, ey, wie entsteht so ein Text? Er wird gefragt, wie entsteht so ein Text? Wie entsteht so ein Text? Ist das mega komplex? Hast du Ideen von Raps in ein Schema gesetzt, Silbe für Silbe überlegt und vernetzt mit einem Gedankengang? Der Schädel wird fett, da hat einem die Schläfen zerfetzt. Ist das eher geflext, spontan oder ein festgelegtes Konzept? Und Maeve sagt dann echt, ach, das ist eher so ein Trägerprozess. Offensichtlich, du erbärmliches Nichts. Es ist bei jedem Vers, den du kickst, als ob ein Brocken aus meinem versteinerten Herzen rausbricht. Der Kern meines Ichs, denn ich lebe den Shit nicht nur, ich sterb für den Shit. Und Maeve sagt nur so, ach ja, wenn ich ein Beat anmache und mir vornehme, etwas zu schreiben, dann freestyle ich doch wieder nur und merke mir nichts. Alter, du merkst einfach nichts. Ich erkläre dir die Sicht von einem Raubtier aus dem derbsten Distrikt ohne erbärmendes Licht. Mein Werdegang ist nicht von Bergen von Klicks, sondern Scherben gespickt. Also wenn das ein Scherz sein soll, ist das ein gefährlicher Witz, denn du verarschst damit nicht mich, sondern in erster Linie die Crowd, Merlin und dich. Ernsthaft, du Bitch. Andere verpacken ihre inneren Seelenkriege in Medizin, geben dir eine Perspektive, helfen dir durch eine mega miese Lebenskrise. Und wenn man May fragt, was sind eigentlich deine Lebensmotive, sagt er nur, ach weiße, ich hab gar keine konkreten Ziele. Dicker, du verarschst eine ganze Kultur auf Kosten der Ego-Schiene. In Welten voller Photoshops, ohne Negative. In Städten voller großer Blogs, ohne Nächstenliebe. Merry fucking Christmas, verpiss dich, bevor ich explodiere. Ein Interview von dir reicht für 80 Diss-Tracks. Mit einem Deal. Ein Interview von dir reicht für 80 Diss-Tracks. Mit einem Feeling, als ob du so einen Bastard-Bitch slappst. Du sagst, du raffst nix, dann raff den Shit jetzt. Das Problem ist nicht, was du rappst, sondern was du nicht rappst. Das ist nicht fresh, scheiße wie wack. Der einzige Witz, den ich erreichen kann, ist, komm Maeve, weiter im Text. Tja, und das war's leider. Tolkiennitz, der Star deiner lokalen Cypher namens Schneider, hat Alzheimer oder was?
Battle-Rap-Bundesliga, Bottrop ist on stage und benebelt vom Gestank deines Fotzenschleimsekrets. Pussy, doch dein Kopf ist der Hotspot des Scheißproblems. Wenn der Doc dem Schmock sagt, er hat Krebs und Alzheimer, sagt er nur, puh, Gott sei Dank kein Krebs. Du stockst wie alte Tapes, du bist auf miese Weise verspult. Man fragt sich, warum macht man sowas? Wie bei deiner Geburt. Guck mal, ich sehe die ganzen Leute hier. Und ja, ich sehe auch das Schlechte in ihnen. Aber du kommst mit so einer komplett übertrieben... Du kommst mit so einer komplett übertrieben, wacken, perfiden Performance, die die armen Leute hier echt nicht verdienen. Also was für Fresse polieren. Man könnte dich öffentlich exekutieren, nur um am nächsten Tag in der Zeitung zu lesen, Mick Schneider ist dennoch mit dem Ergebnis des Battles zufrieden. Was zur Hölle? Endzeit. Let's go, let's go. Yeah. Name-Dropping, darauf kann ich einen Fick geben, du Scheiße, weil jedes Mixtape ist meine. Ich heiße Mick. So, was du weiter erzählst, Alter, du denkst, du wärst krass Zeit, Mann. Ja, Freestyle gerne, aber schwärm wenigstens keine alten Witze auf mit Krebs und Alzheimer, Alter. Weißt du, Bescheid, Alter. Und du siehst nämlich aus, wie als hätte ein Jack Bilbo gefickt, Alter. Ey, Junge, ich bin gerade so der Shit und ich weiß genau, Mann, ich gebe nur einen Fick. Hör mir mal zu, Alter. Du sagst mir irgendwas, Alter, und laberst dann irgendwie eine Scheiße von real sein, Alter. Aber ich weiß genau, mit der Kohle, die du von deinem Dad hast, tut mir das gerade zu viel sein. Du sagst einen ganzen Part darüber, dass ich einfach nur freestyle. Mach ich nur für dich, vorbereitet mich nicht für dich, Alter. Du siehst ein, du bist zu lächerlich und ich enttäusche nicht die Szene. Aber was er labert die ganze Zeit, immer für Realness, will ich mal erleben. Hör mir mal zu, Alter. Der sagt die ganze Zeit, der ist down to the street. Na, er sagt die ganze Zeit, dass er Hip-Hop so liebt und dass er immer so auf der Straße immer so mal gehangen hat. Aber ich denk mir, verdammt, Mann, Alter, dein Vater war im Amt, Mann. Du hattest immer das Cash. Das wusste jeder Bescheid und das glaubt mir, mein Gott, Alter. Kato steht hinter mir, Alter. Wo steht denn der Pott? Alter, Lyri holt mich voll, Alter, dass irgendwie er nichts mehr kann und dass jetzt alle ihn dissen, Alter. Und er wusste nicht mehr, dass wir ein Battle haben und das musst du jetzt wissen. Es ist mir scheißegal, ob ich meine Texte vorher lerne. Und ich weiß, dass dir zu viel war. Ich hab vielleicht scheiß Interviews, die für 66 Distracks reißen, aber ich weiß, dass ich real war, Alter. Und das ist nämlich die Wahrheit, Alter. Und jetzt sag ich gerne nochmal, dass du aussiehst wie ein Jack, das vom Bilbo gefickt wurde, Alter. Weil das muss man nämlich gerne wiederholen. Und ich weiß jetzt Bescheid, vielleicht habe ich wieder den Text gerade verpeilt. Aber das ist mir egal, denn ich habe so die Qual der Wahl. Und ich weiß, dass du sofort bummst hier an dem Ort bummst. Von mir aus fahre ich 8 Stunden weit weg, einfach nach Dortmund. Aber das ist einfach so klar. Vielleicht bin ich immer zu viel auf Dope, Mann. Aber wenigstens bin ich real und chill bei Mofi 47 auf dem Sofa, Alter. Das ist so, nicht in einem Einfamilienhaus, du abgefuckter Chiller. Lieber freestyle ich wecke Texte, als irgendwie bei meinem Vater zu leben, so in einer Villa. Alter, du hast es nicht kapiert, Alter. Vielleicht kriegst du BAföG und ich krieg Hartz IV und es wird einfach verrückt geprahlt und im Gegensatz zu dir muss ich mein Hartz IV nicht zurückbezahlen. Alter, und mehr könnt mich gerne hassen, dass der Text nicht gepasst hat. Das ist auf alle Fälle Kacke, aber was ihr nicht haten könnt, ist meine plüschische Pelle-Pelle-Jacke. Ich hoffe, du machst später noch beim Freestyle. Ey, ja, wir kommen zum Finale. Letzte Runde, Brotti. Yeah. Guck mal, ich fange an zu rappen, als wäre ich bereit, wie im Panzer mit Ketten die Landschaft zu plätten. Du kommst an wie ein Punk auf Tabletten und fängst an, mit den Pflanzen zu sprechen. Dein ganzes Gedächtnis ist vom Ganja zerfressen, Randexistenzen. Dein Real Life ist wie deine Lyrics. Kannst du vergessen. Man merkt, wie er nur immer schlimmer bekifft im inneren Twist im Hintergrund sitzt, wie ein verfickter Minimalist man bräuchte. Ein blinkendes Licht, um zu raffen, dass er überhaupt mit einem spricht. Erzähl mir nichts, du bist dümmer als Mist und deine Stimme ist dünner als ich, Alter. Und was peilst du eigentlich nicht konkret, wenn nicht mal der Typ, der immer in der ersten Reihe steht, dich versteht? Digga, da gibt es nichts zu raffen, nichts zu lachen, nichts, was man nicht blicken kann. Du wirst nicht missverstanden, du wirst nicht verstanden. Verpiss dich, Mann. Ich zahl dir auch die Busfahrt nach Hause. Dein Gegner in Bochum war nicht Kato, sondern die Luftabzugshaube. Ey, wenn jemand choked,
denkt sich die Crowd normalerweise, bitte nutzt deine Pause. Wenn Maeve choked, denkt sich die Crowd, hoffentlich hält die Nutte die Schnauze. Und das ist eigentlich schon das Highlight dieses verfickten Toys. Der einzige Moment im Leben, wo er jemanden nicht enttäuscht. Beim Choken, Alter. Endlos ätzend. Und was für Tabus, Alter. Ich bin nicht hier zum Grenzen stecken. Ich werde einen Stempel auf diese Battle pressen und dem Elend ein Ende setzen. Und solltest du freestylen und den Krempel sechseln, rollen in Chemnitz Ecken mehr Köpfe als von aztekischen Tempel retten. Und nein, ich will dir keine Schwänze lecken. Aber für mich sind T-Way und Vinci die einzigen Battle-Rapper mit Akzent, die hier Akzente setzen. Und nein, ich hab nicht Akzent vergessen. Jeder will jetzt Battle rappen. Der Barkeeper, der Bühnengestalter. Und auf einmal laufen hier mehr Kings rum als im fucking Frühmittelalter. Und das ist dann zum Beispiel so ein nutzloser Putzblasser Schluck Schmutzwasser, der den Namen seiner Mutter vergisst und rappt wie Kusi sein Großvater oder was? Alter, hörst du dir deine Scheiße eigentlich an? Ach nee, geht ja nicht. Kann ich verstehen. Ach nee, eben nicht. Du voll vorder Pfosten, die Kehle und der Humor sind trocken. Protti ist am Start und plant gerade einen Mord im Osten. Rotz besoffen, rough, rugged und raw, ihr Fotzen. Korken ploppen, die denken, Protti hätte Santa Claus erschossen. Ihr Hornochsen, ich mach den Tresen hier klar. Dicker, ich stapel im Keller die toten Jesuskinder neben der Bar. Das ist Realität, das ist wahr. Chris Kotzen hat gelogen, als er sagte, Ram ist tot und Maeve ist noch da. Denn ich lass von dir keine Reste und nicht mal ein bisschen Ehre da. Kronkorken knallen, du denkst, du bist hier in Pistolvania. Also mach mal nicht auf Hip-Hop-Prediger. Wenn du dir von einem besoffenen Kiffer wie mir sagen lassen musst, bitte kiff mal weniger. Ey, und watten für Alk. Ja, die knallharten Fakten machen dich kalt und zum Schluss kriegst du noch ein paar Reimketten um den Nacken geknallt. Also noch ein paar, du Rattengestalt. Und ich hoffe, danach verschwindest du im Schatten deines Partners wie Kakobi im Schatten von Falk. Alter, an deiner Stelle hätte ich nicht meinen Text vergessen. Ich hätte den Wust an schlechten Witzen und Bettgeschichten für Hobby-Rap-Sexisten und Battle-Rap-Touristen direkt zerrissen und weggeschmissen wie ein beschissenes Päckchen Kippen. Oder falls du am Laptop schreibst, auf den Laptop pissen. Jetzt mach hinne, ich muss mich nach dem Match direkt verzischen. Du unterbelichteter, nuschelnder Kipper kannst dich im Interview wieder selbst vernichten. Dicker, du solltest die Scheiße hier lieber vergessen. Dann kommen wir zum Freestyle nach Duisburg. Dann mach ich jetzt Superior Session Endzeit. Letzte Runde, Maeve. Ja, letzte Runde, mach was will und hab krank meinen Fun. Hör mir zu, wenn du mir das Busbild bezahlst, bin ich dankbar, Mann, Alter. Mach mal, aber ey, weißt du, wenn du das wirklich bezahlst, das wäre vollkommen fett, aber ich wüsste trotzdem in meinem Hinterkopf, das Geld ist von deinem Dad, Alter. Oh ja, yeah, ich weiß, du tust scheitern, Mann. Ey, dein Dad hat dir doch alles gekauft, Alter. Warum willst du jetzt killen den Weihnachtsmann, Alter? Kann ich nicht verstehen, Alter. Weil du jetzt gerade so ausschaust, Mann, du hast alles bekommen, was du wolltest. Alter, Playmobil, dein Barbie Traumhaus. Was los, Alter, weil du eben so lutscht, weißt du, was dein Vater dir zu Weihnachten schenken hätte sollen, ein Haarpflegeprodukt, Alter. So, Alter, jetzt habe ich aber die Bilbo-Line nochmal jetzt gecheckt, Alter, ne? Du siehst ja aus, als hätte ein Jacken Bilbo gefickt, Alter, ne? Ey, ich bring so den Shit nach dem Battle-Forms aus meiner Kacke einen Dildo für dich, Alter. Und ich weiß, Alter, das ist... Ey, das wird schwierig, denn ich habe noch Bierschiss von gestern, aber... Aber Proton ist das egal, Alter, er legt ins Gefrierfach und leckt dran, Alter. Aber der Rest des Tiefkühlschranks, der gehört deiner Mutter, aber mit ihren abgepumpten 50 Litern Milch. Manchmal mixt du es damit, weil du so findest, dass so zart dann in deinem Mund dieser Dünnschiss-Dildo schmilzt. Du kleiner Feinschmecker, Alter. Und wenn mir denkt, das ist so ekelhaft, ist auch so eine Scheiße zu reden, sag ich sorry. Aber das ist sein Leben, Alter. Er frisst meine Scheiße, Alter. So sieht's aus, Alter. Und deswegen ist nämlich auch dein Haarwuchs so... flockig so, weißt du? So, Mann. Und du frisst ja gern mal und dann bringst du ja gern mal einen tieferen Würst. Doch mit einem Gesicht, Mischung aus Christian Ziege und Würns, kriegt da niemanden zu hören, Alter. Ey, ich will einfach niemanden zu hören, Alter. Dir hört man zu und selbst wenn man dir die Chance gibt, dass man dir zuhört, Alter, ne? Und dann sagt, Alter, oh yeah, das tut echt voll klar sein, würde ich dir trotzdem empfehlen, dass du so einen Anzug trägst wie Deadstock, nur in Bart frei. Ja, Mann, also. Das muss klar sein, Alter. Und jetzt ist einfach ohne Scheiße Schluss. Alle denken, oh, dieser Freestyler, Alter, das ist ja gar kein Hochgenuss. Alle sitzen hier zum Überfluss, aber es hat mich nicht getroffen. Wisst ihr warum?
bin schon besoffen. Ja, Mann, und jetzt werde ich einfach gerade noch so high, Alter, und jetzt weißt du nur Bescheid. Jetzt frage ich nur, Alter, wer ist auch von euch gerade breit? Zeigt mal die Hände. Hier ist nur ein Spaßer. Wir fangen an mit Silver. Ich habe das Battle aus der ersten Reihe gesehen. Verpiss dich! So, war ein sehr cooles, lustiges Battle. Boah, ich würde mir von dir wünschen, dass du wirklich mal so Texte schreibst und lernst. Wenn du Texte rappst, dann ist das so lustig und so gut. Also zweite Runde war halt komplett gefreestyled, die geht komplett an ihn. Erste würde ich noch an dich geben, aber insgesamt hat er besser gefrontet, besser gebattelt. Bei dir war auch die Angriffsfläche sehr einseitig mit dem Dad, immer wieder das Gleiche, er hat alles gekauft. Bei ihm ein bisschen vielseitiger, insgesamt würde ich 2-1 an Proton geben. Ja? Erstmal direkt, dafür, dass du extrem viel gefreestylt hast, waren wirklich teilweise unglaublich lustige Pointen dabei. Gerade in der dritten Runde musste ich sehr hart lachen, allein mit der Vorstellung. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so ein Deadstock mit so einem Protonbad unten wirklich witzig findet. Allerdings Textsicherheit, Delivery dadurch auch automatisch klar bei ihm. Sehr schöne Reimketten, sehr viele auch, ist mir auch gefallen. Also technisch war das sehr cool mit anzuhören. Inhaltlich auch bei ihm, gerade weil er deine Textunsicherheiten angekündigt hast, sei mal dahingestellt, woher die kommen. Deswegen für mich klares 3-0. Also nochmal 3-0 an Proton. Ja. Bist du da? Ja. Guten Tag. Ja, ich sehe das so ähnlich wie der Teach. Ich würde es auch 3-0 an Proton geben. Was in der zweiten Runde hätte es noch knapper werden können, natürlich gefreestylt. Was trotzdem lustig war, auf jeden Fall. Aber für mich geht das auch 3-0 an Proton. Bosbach? Jojo. Bosbach. Jo. Ich habe mir was aufgeschrieben. Auf jeden Fall starkes, lustiges Battle. Auf jeden Fall. War schön so. Erste Runde, deine Highlights waren auf jeden Fall das Freestyle-Written-Ding so gegen ihn. Dein Gehirn vergisst deinen Text. Und die Hackfleisch-Titten waren auf jeden Fall lustig. Ja. Dann die erste Runde bei dir, die Physik-Sache und die Quarks- und Axten-Sache war auf jeden Fall cool. Aber trotzdem, erste Runde am Potti. Zweite Runde hast du ein bisschen gefreestylt. Deine Highlights waren auf jeden Fall Interview, 80 Diss-Tracks und mit dem Text geht's weiter. Kranke Reimketten auch in der zweiten, dritte Runde. Dritte Runde hast du die beste Delivery vom ganzen Battle so. Zweite Runde geht auch an dich. Und dritte Runde hattest du Luftabzugshaube, ist dein größter Gegner. Du hattest auf jeden Fall lustige Sache, die Scheiße im Gefrierfach und der dünnsches Dildo. Deswegen würde ich die dritte Runde eventuell Draw geben, aber insgesamt an Protonen so. Philly und Demo bräuchten wir nochmal. Ich muss sagen, ich hab erst gedacht so, okay, Protti kommt rein, zerstört mit Lines, hast du nicht gesehen. Dann packst du halt diese ganze Physik-Sache aus, so, wo ich mir dachte, boah, geil, chillig. Wenn der Dude jetzt den Film komplett bis zum Ende durchfährt, so, dann wird das auf jeden Fall ein sehr geiles Battle. Wurde dann nur so, weißt du selber, aber letzten Endes nicht so viel zu sagen, so, wird ja alles gesagt, so, 3-0. Aber auf jeden Fall, ey, schreib deine Texte und lern die, Alter. Ja, jetzt ist das Demo. Jo, war geil. Schönes Einstieg-Match, also ich war echt unterhalten. Ich mach's kurz, es wird schon alles gesagt. Klares Ding an Protti, 3-0, jede Runde war über dir auf jeden Fall. Du hast gut gefreestylt, dritte Runde war richtig nice. Auch die Physik-Sache, wie Fili meinte, aber insgesamt klares 3-0 an den. Korrekt. Also aber auf jeden Fall gut gemacht, Digga. Glückwunsch. So. In Dortmund, hat euch das gefallen? Yeah. Leistung! Yeah! Aber Gewinner dieses Battles, Proton! Yeah! So, Jungs, jetzt zusammen ab an die Bar, Alter! Der geht direkt weiter, oder?